Beatrice Delvaux. Orient Express HDC. Er war der Erste, der im Umlauf an den Start ging. Er war der Erste, der gleich straffrei blieb. Er ist der Erste, der im Stechen ran muss. Wo es lang geht, wir haben es gesehen. Wir sind gespannt, wie man das Ganze am besten schnell reiten kann. Sieht schon gut aus. Liverpool Ochser, 7. Rein Onkel Otto in Kombination kriegt er schön. Das Ganze mit Fluss und Schwung. Leicht gebogen, Linie auf 9. Linie jetzt zum letzten Sprung Nummer 11. Alter Falter, da geht er aber nochmal richtig zur Sache und genau richtig nochmal kurz vorher. Einmal Hand ran. Kontrolle. Das Pferd geschlossen und sehr viel richtig gemacht. Monsieur Delvaux, 0 Runde 35,86 Sekunden. Na, da kann er wirklich sehr zufrieden sein mit dieser Runde. Passend auch vorgelegt. Das ist ja so die alte Thematik. Null bleiben ist am besten und schon auch eine ganz gute Zeit hinzulegen, um die Konkurrenz unter Druck zu setzen. Die müssen schneller reiten. Höheres Risiko, schneller mal ein Fehler. Winning Mood, Luciana Denis. Vielleicht etwas weiter raus, als das vorhin Patrice Delvaux war. 30 und 35,6. Ah, der Winning Mood, der hat schon einfach passend übersetzt und er will keinen Fehler machen, da glaube ich. Da können wir das nachvollziehen, wie sich da Luciana Denis einfach über den Hengst freut. 35,6. Es wird langsam immer schneller. So, wir drücken die Daumen für Kathy. Fidschi Highland hat eine enorme Grundschnelligkeit, das wissen wir. Vor ein paar Wochen in Frankfurt bewiesen. Beim ersten großen Auftreten. Und da gleich auch schon mal siegreich. Opa! Ja, schade. Er hat auch nicht gleich vom Fleck weg so das größte Grundtempo gewählt. Eine 39,28 Sekunden ist es dann am Ende geworden. Aber eben auch die erste Runde mit einem Fehler, mit 4 Strafpunkten. Jetzt müssen wir uns aber gleich einmal
kurz noch der Blick oben auf den Countdown. Das haben die Reiter ja absolut im Gespür. Dann aber auch nochmal der Blick auf die Linienführung. Stechparcours, er darf nicht abgegangen, er darf nicht begutachtet werden. Also auch da ist es natürlich, wenn man dann gerade mal drin ist, dass man sich dann nochmal, vielleicht nochmal die Ideen, die man vorher hatte, dann nochmal vergewissert. Talubi. Zangersheide Hengst. Die Weltcup-Finalsieger. Schade, leider nein. Einer um für Talubi, für Christian Ahlmann. Da will man natürlich dann schon, wenn man über dem Oxer ist, Richtung verändern. Damals gerade nochmal auch gesehen, so sieht es zurzeit aus. Die schnellste Runde von Luciana Denise von Winning Mood. Die führt, danke, dass ihr es nochmal einblendet, führt vor Patrice Delevaux, dann Kathi Hoffel, dann Christian Ahlmann. So sieht's momentan aus. Es wird fleißig gepostet, auch die Fans von Michael posten. So, eine der schnellsten Wendungen, jetzt schon mal hier zum Fünfer. So, und somit passiert es ihm genau wie vorhin bei Christian Ahlmann. Hier sind es 4 Strafpunkte. So, zu Beginn, da hatten wir gleich einmal so ein bisschen Nullrunden. Da hatten wir gehofft, dass es von Runde zu Runde vielleicht noch ein bisschen schneller wird. Jos Lanzink, Cavaloa, Valentina van Thijke. Was haben wir noch danach? Da kommen noch ein paar. Nach ihm. Dann noch weitere 4. Nur doch durch die erhöhte Fehleranzahl, die wir bisher haben, gehen jetzt natürlich auch die Reiter gern so ein bisschen auf Nummer sicher. Weil man schon weiß, wir haben bisher erst 2 Nullrunden. Also, wenn man das Ganze sauber nach Hause bringt, dann ist man auf jeden Fall deutlich im Geld. Und na, so agiert er auf jeden Fall. Bringt das Ganze in Ruhe, ja, fast schon ein klein wenig gemütlich nach Hause. 10 Sekunden langsamer als Luciana Denise, aber schiebt sich damit auf jeden Fall auf den dritten Rang. Jos Lanzink. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob Sie es rausgehört haben, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen arrogant, aber das ist, war, es wäre mein Tipp gewesen, wenn ich einen abgegeben hätte. So, mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Pilar Lucrecia Cordon, Nuage Bleu. So, und sie sagt nicht, auch mit einer Nullrunde bin ich auf jeden Fall schon mal schön im Geld, sondern
Sie reitet nach vorne. Vielleicht nicht die allerengste Wendung da genommen, dennoch aber ein schönes, gutes Grundtempo. So, geht's weiter. Vielleicht die Wendung ein bisschen enger wählen und nehmen. So, super. In der Zweifachen. Also auch da kriegt sie eine schöne Vorwärtstendenz. Und wenn sie jetzt noch mal ein bisschen laufen lässt, bei 32 ist sie 33, 34 und kommt ins Ziel mit einer Zeit von 36,85 Sekunden. Nicht so schnell wie Luciana, nicht so schnell wie Patrice Delavaux. Dennoch eine doch sehr souveräne, eine sehr schöne und gute Runde. Und somit auch mit Platz 3 bedacht. Ein bisschen haben wir noch für Sie, meine Damen und Herren. Drittletztes Paar. Ben Mayer und Triple X. Und Ben, der auch der wählt ein Grundtempo, welches auf jeden Fall für eine gute Zeit spricht. So, jetzt kam er da in die engste Wendung schon rein, das sah man an den Hufabdrücken, aber er kam vielleicht auch so ein bisschen aus dem Fluss. Auch da nochmal geguckt, auch diese Wendung gut getroffen. So, das Ganze vielleicht nochmal ein klein wenig verschärft das Tempo, gerade hier zum Ende hin, das tut er, und 32, 33 geht hohes Risiko. 35,53 Sekunden, er hat sie die Führung. Der Brite Ben Mayer und Triple X. Es hat lange gedauert hier.